Wir werden nicht immer alles richtig machen, aber ich hoffe, dass wir trotzdem als ein Unternehmen angesehen werden, das fantastische Dinge versucht. Wenn etwas dann ein kleines bisschen falsch läuft, ja ein kleines bisschen, dann geben wir unser Bestes, um es wieder gerade zu biegen. Ja, genau das hat EA-CEO Andrew Wilson in einem Interview gesagt, dass EA nicht immer alles richtig machen wird. Jetzt stellt sich bei mir aber die Frage, wann hat EA überhaupt irgendwann mal was richtig überhaupt gemacht? Ich meine, EA hat nicht umsonst zweimal hintereinander den Preis gewonnen für die schlechteste Firma, ich glaube in ganz Amerika, ich weiß es nicht genau, aber sie haben zweimal hintereinander den Titel bekommen für die schlechteste Firma überhaupt. Ja, und das auch völlig verdient, muss man dazu sagen. Und ja, wir brauchen gar nicht anfangen, was hat EA denn alles falsch gemacht? Wir brauchen gar nicht darüber reden, was sie mit SimCity angefangen haben. Erstens mal die Online-Pflicht, dann die völlig überlasteten Server. Also man konnte SimCity nicht wirklich überhaupt zocken. Dann war das Spiel an sich selber auch total scheiße, weil es immer so einen begrenzten Platz gab, wie groß man die Stadt machen darf, also und dann auch noch viele Sachen, die man dazu hätte kaufen müssen. Dann waren auch Aufregungen wegen dem kontroversen Bezahlmodell des mobilen Ablegers von Dungeon Keeper. Da gab es auch viel Kritik und von Battlefield 4 brauchen wir gar nicht anfangen. Das ist bis heute noch komplett mit Fehlern übersät. Ja? Also wann hat EA denn da irgendwann mal irgendwas richtig gemacht? Ich weiß es nicht, ich sag's mir. Was hat EA richtig gemacht? Ich kann es nicht sehen. FIFA 14, da brauchen wir gar nicht drüber reden. FIFA 14 ist voll mit Bugs, voll mit Fehlern. Die Engine ist für den Arsch. Es macht aber dennoch süchtig, weil es einfach Fußball ist. Ja, aber das Spiel selber an sich ist für den Arsch. Dead Space 3 war sowieso für den Arsch. Ja, und ich kann kein einziges Spiel von EA irgendwie gut nennen, ja, bis jetzt. Ja, kein einziges Game, was von EA irgendwie rauskam, kann ich sagen, boah, das ist geil. Leider. Battlefield 3 war noch geil, okay, aber Battlefield 4, in letzter Zeit bauen die einfach nur Kacke. EA kann nichts mehr. EA ist für den Arsch. Ja, EA ist einfach nur für den Arsch. Und allein schon solche Aussage, wie wir werden nicht immer alles richtig machen, ja. Das heißt, die gehen von sich aus, dass sie irgendwas mal richtig gemacht haben. Ich meine, die haben nicht umsonst zweimal hintereinander den Preis für die schlechteste Firma gewonnen, ja. Wie kann man dann sagen, wir werden nicht immer alles richtig machen, ja. Der hätte sagen sollen, wir werden anfangen, mal etwas richtig zu machen. Das wäre die richtige Aussage gewesen von dem CEO, ja. Der hätte sagen sollen, wir werden versuchen, mal was richtig zu machen und nicht, wir werden nicht immer alles richtig machen. Also ich weiß nicht, was haltet ihr davon, Leute? Was haltet ihr generell von EA? Also alle, die ich bis jetzt gefragt habe über EA, was sie davon halten, ja, also keiner haltet viel davon. Alle sagen, ja, EA ist für den Arsch, EA ist scheiße. Und kann ich auch nur sagen, ja. Aber in letzter Zeit ist es ja generell so, dass die ganzen Spieleentwickler und die ganzen Firmen sich denken, wir müssen was ändern, wir müssen die jüngeren Leute ansprechen, die 12- und 13-Jährigen, die leider nicht so viel Ahnung haben von Spielen. Alles muss wie Call of Duty sein, alles muss Action ballern, bam, bam. Ich bin ein großer, es schweift halt ein bisschen vom Thema ab von EA. Ich gehe da jetzt ein bisschen weg von EA und zwar ja zu den Resident Evil Machern. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, wir wollen mehr wie Call of Duty werden. Wir müssen die jüngeren Spieler ansprechen. Und schaut mal, was aus Resident Evil geworden ist aus dem letzten. Ja, was ist aus Resident Evil 6 geworden? Ein totaler Schrott. Weil sie halt eben gedacht haben, wir müssen was ändern, wir müssen die jungen Leute ansprechen. Ja, EA macht den gleichen Scheiß und man sieht, was dabei rauskommt. Zweimal hintereinander haben sie einfach nur einen super geilen Preis gewonnen für die schlechteste Firma. Ja, das gab es noch nie. Ja, diesmal sind sie ja ausgeschieden, schon leider. Also machen sie es vielleicht schon mittlerweile ein bisschen besser oder es gibt einfach Firmen, die noch schlechter sind. Und EA zeigt aber auch irgendwo keine Einsicht. Ja, weil wenn sie sagen, wir werden nicht immer alles richtig machen, dann merken die ja gar nicht, dass sie so viel Scheiße bauen. Ja, die Entwickler von Resident Evil haben wenigstens gesagt, okay, wir haben Scheiße gebaut, wir werden versuchen, wieder zu beheben und wieder die alten Resident Evil Fans wieder anzusprechen. Ja. Hoffentlich machen die das auch und sagen dann nicht wieder kurz davor, ah, wir müssen Call of Duty machen, ja, Call of Duty, die 12-Jährigen müssen bedient werden, ja, nicht die ganzen Zocker, die Resident Evil von Anfang an geliebt haben, ja. Also hoffe ich mal, dass sich die ganzen Leute mal so ein bisschen zusammenreißen, die ganzen Firmen und die ganzen Entwickler,
und nicht immer irgendwas Neues machen wollen, nicht immer die jüngsten Spiele ansprechen wollen, weil man sieht, es geht einfach nur daneben. Ja? Und man braucht sich nur EA anschauen, die machen alles falsch. Ja? Die haben zwar jetzt vor kurzem die Online-Pflicht von SimCity weggemacht, aber warum nach so langer Zeit? Ja? Warum nach so langer Zeit? Wieso nicht gleich? Ja? Warum nicht gleich, Leute? Und ja, was haltet ihr von EA? Würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Ich glaube nicht viel. Ja, ich glaube, dass man generell nicht viel von EA halten kann. Ich würde aber gerne eure Meinung dazu hören, wenn ihr Bock habt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bewertet gerne das Video, wenn ihr möchtet. Daumen hoch oder Daumen runter. Und danke fürs Supporten und Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hell Gaming gibt's jetzt auch bei Twitch, Facebook, Twitter und Google+. Schau vorbei und lass ein Like da, sonst holt dich der Teufel.